Ein deutsches Requiem, Opus 45 von Johannes Brahms, behandelt die letzten Themen des Menschen: Tod, Trauer, aber auch Tröstung. Brahms zitierte für sein Werk ausschließlich Texte der Heiligen Schrift. Die Uraufführung seines siebensätzigen kompletten Werkes fand in Leipzig im Februar 1869 statt. Für den privaten Gebrauch schuf er eine zweihändige und später auf Anfrage seines Verlegers Rieter Biedermann eine vierhändige Fassung. Dabei übertrug er Orchester, Chor und Solopartien aufs Klavier. Halb ironisch, halb stolz führte er aus: Ich habe mich der edlen Beschäftigung hingegeben, mein unsterbliches Werk auch für vierhändige Seelen genießbar zu machen. Jetzt kann's nicht untergehen. Übrigens ist es ganz vortrefflich geworden und außerdem sehr leicht spielbar. Das deutsche Requiem ist als Trauer- und Trostmusik über die Konfessionen hinweg für alle Menschen konzipiert. Brahms wünschte, es solle auf kirchlichen und weltlichen Bühnen aufgeführt werden. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras. Und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. Das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen. Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit. Die Erlöseten des Herrn werden wiederkommen und gen Zion kommen mit Jauchzen. Freude, ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird weg müssen. Sie hören nun Ausschnitte aus dem zweiten Satz des Requiems mit Sigrid Jennes Müller und Wolfgang Stifter am Klavier. Thank you.
Die Aufführung der vollständigen Klavierfassung für vier Hände wird in Wiesbaden in der Loge Plato am 9. Oktober 2022 stattfinden. Sie sind herzlich willkommen. Näheres demnächst auf unserer Webseite.